Willkommen der IDM Paddock Talk, live hier aus dem Fahrerlager in Schleiz. Michael Dangris ist bei mir, einer der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft der Rennstrecke hier in Schleiz. Schleiz, ja, Michael, ich glaube, das kann man sagen, das älteste und für mich auch, spätestens nach diesem Wochenende, traditionsreichste Rennen, was Deutschland zu bieten hat. Ja, das diesjährige IDM-Rennen war das 83. Schleißer Dreieckrennen seit 1923 wird hier gefahren. Mit einer kurzen Unterbrechung durch die Kriegsjahre ist die Tradition auch ungebrochen bis heute. Es ist eine wilde Mischung aus Road Racing und normalem Rennfahreralltag. Das weißt du auch in deiner anderen Funktion noch. Michael Dangris ist nämlich unter anderem auch einer der Inhaber der Firma Bike Promotion, richtet Trainings, Rennstreckentrainings aus, ist in der IDM auch für die Zeitnahme zuständig mit seinen Jungs. Aber diese Mischung kommt anscheinend an. Sowohl beim Publikum, bei den Teams, bei den Fahrern, bei allen Beteiligten. Ich hatte das Gefühl, es war an diesem Wochenende sehr, sehr voll. Ja, also erfreulicherweise haben sehr, sehr viele Zuschauer den Weg hierher gefunden. Das war ganz toll. Davon abgesehen hatten wir ja auch ausreichend Fahrer auf der Strecke. Gut, die Supersport 300, die muss ich noch entwickeln, aber alle anderen Felder waren ja gut besetzt. Und wir haben wirklich fantastischen Rennsport gesehen, der auch nur hier, glaube ich, dieses Feeling hat durch diese Kombination aus Naturrennstrecke und ein bisschen Permanenz inzwischen. Ja, jetzt machen wir hier eine Live-Sendung aus dieser ganzen Geschichte. Schön, dass du noch da geblieben bist. Wir werden auch noch Lucy Glöckner und Jan Bühn gleich hier in dieser 45-minütigen Live-Sendung hier im Paddock, in dem alle abbauen, klar, nicht nur die IDM-Fahrer, auch alle Beteiligten, Mechaniker, Teamchefs und so weiter, die müssen morgen wahrscheinlich zur Arbeit. Also deswegen sind wir nicht ganz so viele Leute hier vor der Bühne, sondern nur noch ein paar Hardcore-Rennsport-Fans, die sich das hier live anschauen. Also da bitte ich um Verständnis. Aber gestern war hier zum Beispiel richtig was los, als wir die Live-Sendung hier gemacht haben, Michael. Was wir allerdings auch sagen müssen, wir hatten schon ein paar Ausfälle auch, das gehört in Schleiz dazu, ne? Damien Remy zum Beispiel aus der IDM Superbike und dann ein Junge hier aus dem Club, können wir mal zeigen, Marco mit der 77, Marco Freier, glaube ich, hier, schau mal, da, das, so sieht das aus, der Marco, da weiß ich, dass er zuschaut, gute Besserung an Damien Remy und auch natürlich an den Marco Freier, aber ansonsten lief, glaube ich, eigentlich auch organisatorisch alles sehr, sehr glatt und rund. Also wenn man sich den Aufwand anschaut, den das die Veranstaltungsvorbereitung und Durchführung hier erfordern, dann ist es schon immer wieder ein Riesendankeschön an die Mithelfer und die ehrenamtlichen Kräfte, die hier im Vorfeld schon unterwegs sind und Tausende von Arbeitsstunden leisten, wert. Herzlichen Dank dafür, weil ohne die würde sich hier kein Rad drehen. Das ist richtig und damit Sie mal zu Hause einen Eindruck bekommen, weil es wäre zum Beispiel möglich gewesen, hier heute noch vorbeizukommen für gerade mal 14 Euro. Ich glaube, das ist auch mal lobenswert zu erwähnen, dass die Motorpresse Stuttgart als neue Agentur, als neuer Promoter der IDM das Eintrittspreislevel niedrig gehalten hat. Wir gucken mal ein bisschen drauf, denn wir haben mit unserer Produktionsfirma, mit Radio Victoria tatsächlich mal eine Drohne losschicken dürfen und so sieht das hier also aus. Da sieht man unten das Hauptfahrerlager, das hier ist der Streckenverlauf mit den Feldern da in der Mitte, da gibt es ein paar Ecken, da unten geht es dann runter, da sehen wir gerade ein paar Fahrzeuge auf der Strecke, dann hartes Anbremsen, den Berg runter, dann linksrum wieder den Berg hoch, das ist schon eine sehr, sehr malerische Gegend, aber ganz ehrlich, Michael, du hast hier viel Erfahrung als Geschäftsführer, hast du solche tollen Bilder deiner Rennstrecke schon mal gesehen? Nein, und ich bin zu Tränen gerührt, nee, im Ernst, das haben wir noch nicht gehabt und es ist ein traumhaftes Bild. Wir haben ja auch das Wetter dazu und die Lichtverhältnisse, dass das wirklich sehr, sehr toll aussieht. Toll, dass es sowas gibt. Ich habe schweres Interesse, die Aufnahmen auch weiter zu verwerten. Ja, da müssen wir mit meinem Chef reden, mit Stefan Kraus von Radio Victoria. Der ist nämlich der geistige Erfinder all dieser Gimmicks. Hier hinten da in den Wald rein, dann geht's hinten links die Schikane und dann, wenn man dann Richtung Startziel zurückkommt, das habe ich vorhin mir nochmal angeguckt. Erstens braucht man da richtig Eier auf dieser Rennstrecke, egal ob als Rennfahrerin, weil wir die Lucy Glöckner ja gleich noch im Programm haben, oder auch als Rennfahrer, weil wir den Jan Bühn gleich noch im Programm haben. So,
da rechts, links und dann steht da rechts noch das Ortsschild in der Wiese. Also das ist so ein bisschen das, was ich meine mit der Mischung aus Road Racing und normalem Straßenrennsport. Hier dann die letzte Schikane und dann rechts wieder das Fahrerlager. Also das hat schon absolut Flair. Was schätzt du, Michael? Weil letztes Jahr war, glaube ich, die offizielle Zuschauerzahl sowas um die 16.000, wurde, glaube ich, bekannt gegeben. Was ist dein Gefühl, ohne die Zahlen schon genau zu wissen? Wie viel haben wir dieses Jahr gehabt? Ich glaube auf jeden Fall deutlich mehr, aber was sagst du als Experte? Also ich kann es jetzt auch nur schätzen, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich gehe schon davon aus, dass wir die 20.000 überschritten haben und das würde mich extrem freuen für das Schleizer Dreieck, für die EDM. Die beide haben wir ja irgendwo eine bewegte Geschichte hinter uns und hoffen und schauen in die Zukunft und wollen uns stabilisieren und weiter aufbauen. Und das kann ja dann nur ein guter Beginn sein. Ist das eine Zahl, wenn du sagst, es sind über 20.000 zahlende Zuschauer gewesen, ist das eine Zahl, wo ihr als Betreibergesellschaft sagen könnt, okay, das reicht aus für die Zukunft, um weiterzumachen? Ja, für mich als Betreibergesellschaft ist das nicht ganz so relevant, weil der ausführende Club ist hier auch gleichzeitig der Veranstalter und damit auch derjenige, der die Ausgaben trägt und auch die Einnahmen verbucht. Für mich ist das mit der Unterzeichnung des Mietvertrags eigentlich durch. Aber natürlich wollen wir hier am Dreieck hochwertige Veranstaltungen durchführen. Wir haben nur viermal die Gelegenheit im Jahr für eine Rennveranstaltung und da ist es natürlich umso wichtiger, wenn diese Veranstaltungen tolle Veranstaltungen sind auf einem sehr hohen Niveau und wenn logischerweise auch die Tribünen voll sitzen und die Leute hier gern wiederkommen, weil nur dann werden wir auch in Zukunft Veranstaltungen haben. Was ist denn dein Resümee bisher? Ich habe es ja erwähnt, du bist als Inhaber der Firma Bike Promotion auch mit der Zeitnahme in der neuen IDM tätig. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Es war alles spitz auf Knopf letztendlich, dass es diese IDM weiterhin gibt oder nicht. Was ist denn bisher so dein Zwischenfazit mit dem neuen Promoter? Ich habe das Gefühl, bei den Aktiven, bei den Teams, bei den Fahrern kommt das Ganze sehr gut an. Was sagt ihr denn? Also ich selber habe einen bestimmten Blick auf die Sache durch die Erfahrungen, die wir mit unserer eigenen Serie, wir führen ja die zweite deutsche Liga durch und haben dann bestimmte Vergleichsmöglichkeiten. Sehe eins, auf der einen Seite ein sehr engagiertes Team für die Organisation der IDM von Seiten des Motorrad Action Teams, an der Spitze Norman Breu, der ja mal ein Mitarbeiter bei uns war. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch professionell arbeitende Clubs, die die Veranstaltungen abwickeln. Und das hilft natürlich unwahrscheinlich, die Erfahrung der Leute, die das schon viele Jahre tun, mit einzubeziehen und zu nutzen. Ein paar neue Ideen, so wie das, was wir hier gerade tun, spielen noch eine Rolle. Und so, denke ich, sind wir auf einem richtig guten Weg, die IDM wieder dahin zu bringen, wo sie hingehört, ganz nach oben. Ja, denn klar, ohne Bewegtbilder, natürlich, das müssen wir den Zuschauern zu Hause, die zufällig bei uns auf unserem IDM-YouTube-Live-Channel gelandet sind, auch nochmal erklären. Das ist hier nicht in der MotoGP, wie wenn man dort ankommt, meinetwegen nächstes Wochenende in Brünn und sowas wie die Dorna, ein schlüsselfertiges Endprodukt liefert, sondern jedes einzelne Bild, die Drohnenbilder, die wir gerade gesehen haben, die Rennbilder, die wir gleich noch sehen werden von den beiden Superbike-Läufen, muss produziert, geschnitten, eingelesen werden. Irgendwann stößt man dann halt auch sehr schnell ans Ende der Rechnerkapazität. Und ich finde persönlich, ich bin stolz auf meine Jungs, die das möglich machen. Ich finde, das kann sich schon sehen lassen, gerade im Vergleich zu den letzten Jahren. Absolut. Und auch was die Umsetzung der Rennergebnisse in Elektronik, in nachvollziehbare Elektronik, dann für diejenigen, die nicht den Weg hierher gefunden haben, ist schon ganz toll. Die Aktivitäten, die wir über Facebook erleben und WhatsApp, was immer, der MSC hat einen neuen WhatsApp-Channel hier eröffnet, das ist auch, glaube ich, ein Novum, über den sämtliche Informationen zur Strecke, zum Rennen und so weiter verbreitet werden. Schaut da einfach mal ins Internet, da gibt es das zu holen, spätestens für nächstes Jahr. Also das sind alles so Features, die in ihrer Gesamtsumme natürlich das Bild der IDM ausmachen, im Zentrum der Sport, den wir gleich noch erleben werden und rundrum machen wir aber inzwischen auch richtig großes Tennis. Danke. Also, wäre schön, wenn wir weitermachen nächstes Jahr, ne? Auf jeden Fall, wir sind dabei. Michael Dangris, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer zu Hause, danke fürs Erste, Michael, für diese wichtigen Informationen, denn ohne lokale, regionale Clubs an den jeweiligen Rennstrecken hat natürlich eine IDM keine Möglichkeit weiterzumachen, aber wir sind da auf einem ganz guten Weg. Ich bedanke mich bei dir, lass das Mikro bitte hier, denn
Wir bitten jetzt den ersten Studiogast aktiver Art, also ein Rennfahrer oder Rennfahrerin. Entschuldige, ich muss hier immer ein bisschen unten auf dem Tisch aufpassen, weil der Wind meine wenigen Unterlagen, also die Ergebnislisten, versucht wegzublasen. Oder das Mikrofon. Lucy Glöckner, bitte. Komm doch einfach mal zu mir ins Bild. Da gibt es sogar ein bisschen Applaus für die Lucy. Hallo Lucy, schönen guten Tag. Hallo. Erstmal herzlich willkommen, hallo. Diese Klebemaskierung da irgendwie, das ist jetzt nichts Schlimmes, oder? Nein, definitiv nicht. Das ist eigentlich mehr oder weniger nur Kopfsache. Klar hat man ein paar Schmerzen hier, es ist eine harte Strecke, aber es ist eine Kopfentscheidung. Lucy Glöckner ist auch ein sprichwörtliches Beispiel für das, was in der IDM geht. Lucy Glöckner, früher ja unter anderem auf BMW und allen möglichen verschiedenen Motorrädern in der IDM aktiv gewesen. Dann hat sie beim letzten Rennen in Solda, ich korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle, eine Wildcard quasi bekommen, war Gaststarterin im Suzuki GSX 1000 Air Cup. Hat beide Rennen mal eben richtig gerockt und ich habe noch ein bisschen im Scherz auf der Bühne in Solda gesagt, also wenn irgendjemand zufälligerweise ein bisschen Budget über hat, Lucy Glöckner hätte Zeit und schon sitzt du auf einer Kawasaki, völlig neues Motorrad, reden wir auch gleich noch drüber, aber ich kann es vorwegnehmen, die Lucy hat einen Granatenjob gemacht, ist Sechste und Zehnte geworden. Ganz kurz schon mal zum Anfang, bevor wir es gleich auch noch sehen und analysieren werden, du musst zufrieden sein. Ich bin definitiv zufrieden mit dem zweiten Rennen, nicht ganz so, muss ich dazu sagen. Da habe ich selber am Anfang die Performance nicht direkt gefunden, dann hing ich im Verkehr fest. Und ja, letztendlich zweimal Top Ten kann man sehen lassen, das dritte Mal auf dem Motorrad, beziehungsweise dritter Tag auf dem Motorrad und darauf können wir aufbauen. Das denke ich auch. Und jetzt machen wir noch ein Experiment, denn du siehst, ich habe hier relativ wenig. Also das kommt alles so, wenn man sich für die IDM interessiert, so raus. Man muss das alles speichern. Normalerweise nehmen wir samstags nämlich immer eine Onboard-Runde auf mit einem Fahrer, den wir dafür engagieren. Gestern hatten wir leichte technische Schwierigkeiten, für die keiner was kann. Auch so Kameras, die man am Motorrad baut, können ja mal kaputt gehen und ähnliches. Aber wir haben eine Onboard-Runde. Wärst du bereit, unsere IDM YouTube Live Channel-Zuschauer hier im Paddock Talk mal mitzunehmen auf eine Runde Schleiz? Jetzt hast du keine Chance mehr. Denk genau dran, du hast den Helm auf, du fährst, nimm die Zuschauer mit. Lucy Glöckner live. Genau, Vollgas und dann hartes Anbremsen, geht leicht nach oben, zweiter Gang. Muss man aufpassen, es sind zwei, drei Bodenwellen, das ist nicht ganz so toll. Dann oben rüber, Buchrübe, sind auch extreme Wellen und es geht leicht abschüssig, auch alles zweiter Gang. Rechts Richtung runter, Buchrübe. Auch eine leichte Welle muss man ein bisschen früher aufmachen und dann einfach nur Vollgas hier rum, Richtung Stadtkurve unten rein, alles fünfter Gang, versuchen so schnell wie möglich, zurück in den zweiten Gang, auch hartes Anbremsen, zwei, drei Bodenwellen, das ist extrem schwer hier unten, auch die Schikane muss man so schnell wie möglich absolvieren, auch alles zweiter Gang und dann hartes Beschleunigen, ganz viel Wheelspin raus, Richtung Sengen eigentlich runter. Auch fünfter Gang, ja, muss man halt leicht lupfen, unheimlich hartes Umlegen, beziehungsweise für mich auch relativ schwer gewesen. Und dann auch wieder hier in Schräglage, extremes Anbremsen, wieder viele Bodenwellen und zurück in den ersten Gang. Jetzt kommen wir leicht auch über die Kuppe, viel Hinterradbremse benutzen und versuchen so wenig wie möglich Wheelie zu nutzen, genau. Auch wieder hier, erster Gang zurück in die letzte Schikane und das vielleicht nochmal zum Angreifen, ganz geil. Und dann volles Durchbeschleunigen auf Startziel. Eine Runde Schleiz, 3,8 Kilometer live mit Lucy Glöckner. Gar nicht so einfach, ne? Nee, man muss schnell sprechen. Bist ein bisschen außer Puste, ich hätte einen Schluck Wasser für dich. Danke, geht. Okay, alles klar. Also, liebe Zuschauer, das ist Live-Fernsehen, das machen wir in Zukunft bei jedem IDM-Rennen. Wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt Kawasaki fährst, ich habe es erzählt, fürs Schnuck-Team, was ja mit großen Ambitionen auch die IVM, der Verbund der deutschen Hersteller, in dem Kawasaki auch vertreten ist. Da ist man mit dem Franzosen Romain Maître in die Saison gegangen, ein Mann, der in der Langstrecken-WM einen großen Namen hat, der aber nicht wirklich klarkam mit dem Motorrad. Im Gegensatz zu der Lucy hat er keine Punkte geholt und da gab es dann auch ein paar Missverständnisse, aber wir haben deinen Teamchef gefragt, warum und wieso und wie es dazu gekommen ist, dass mitten in der Saison, glücklicherweise muss ich ja sagen, Lucy Glöckner jetzt auf der grünen Kawasaki sitzt. Ja, absolut. Ich meine, der Mann war in der Szene oder vor allem auch in der Langstreckenszene nicht unbekannt. Der hat schon gute Ergebnisse eingefahren, auch in Frankreich selber. War auch menschlich ein absolut toller Kerl, super Kerl. Kawasaki hat natürlich ihre Erwartungen, wenn wir hier am Start stehen und halt
Der Stammroman hat natürlich die letzten Jahre die Messlatte auch ziemlich hoch gelegt. Maitre hat sich zu allem Übel hin auch noch beim Le Mans-Test auch noch verletzt am Schlüsselbein. Musste auch noch operiert werden, war dann im Nürburgring beim ersten Rennen nicht hundertprozentig fit. So kam es dazu, dass wir jetzt im Moment mit Lucy hier am Start stehen. Ja. Mein Lucy kennt alle Rennstrecken, hat sehr viel gefahren in den letzten Wochen fast oder letzten Monaten. Hat einen super Auftritt auch gehabt mit dem Suzuki Cup, dann mit der Langstrecke. Und was man halt einfach auch sagen muss, es ist nicht einfach, einen guten Fahrer unter der Saison verpflichten zu können, weil die meisten halt unter dem Vertrag stehen. Das Motorrad an sich hat sicherlich Potenzial, das haben wir die letzten Jahre auch mit Roman Stamm gesehen. Auch ein Daniel Karteininger hat gute Ergebnisse gefahren mit dem Motorrad. Ich persönlich möchte, dass wir jetzt wieder eine Struktur reinbekommen, dass wir uns da wirklich sukzessive auch ans Limit vom Motorrad ranarbeiten können. Und wir haben ganz klar noch sehr viel Potenzial, was wir überhaupt noch nicht ausgeschöpft haben. Und deswegen ist sicherlich das eine oder andere möglich, ganz klar. Ja, und jetzt nochmal die Bilder gerade zu sehen. Lucy auf dem Motorrad. Ich entnehme den Worten, die wir gerade gehört haben. Das sind wir auch dem Roman Maitre schuldig, um das nochmal aufzuklären. Das ist jetzt erstmal ein Agreement bis Saisonende und dann greifst du nochmal richtig an. In 2 Wochen in Assen geht's schon weiter. Genau, ich freue mich auch schon riesig auf Assen. Das Team hat echt einen geilen Job gemacht. Ich bin super zufrieden und in Assen hoffe ich, dass wir daran anschließen können und wir haben auch schon 1-2 Ideen, um das noch einfacher zu machen. Das werden wir dann sehen. Sie sehen es, die Lucy Glöckner ist mittlerweile nicht mehr alleine. Reicht das Mikro ruhig schon mal weiter, denn einer der Männer des Wochenendes, Jan Bühnen, ist ebenfalls zu uns gekommen, fährt für den Kollegen Demen van Son Remema Team, also ein Teamkollege von Markus Reiterberger. Ganz kurz mal erstmal zu dem Arm, den wir da sehen, die Verletzung, ist das von vorhin, vom zweiten Rennen gerade passiert, Jan, oder was ist das? Ja, hallo erstmal zusammen. Klar, also ich war leider der ausschlaggebende Punkt, warum das zweite Rennen abgebrochen wurde. Also ich hatte einen Heißsalbe. Kommen wir gleich auch noch bildlich zu, aber du bist soweit okay, nichts passiert sonst. Ja, nee, nur eine leichte Prellung, also nichts Wildes. Das fragen die Zuschauer natürlich immer, dass man sowas als Reporter auch aufklären müssen. Sie können ruhig ein bisschen näher kommen, das ist jetzt hier der Hinweis für die durchaus live vorhandenen Zuschauer. Wir beißen hier nicht auf der Bühne und das ist wirklich alles live. Also keine Panik, rückt ruhig näher, ihr braucht da diesen Respekt am Stand gar nicht. Wollen wir erstmal draufschauen. Superbike Rennen 1, Mats, bitte ab, die beiden bleiben bei mir. Und so sieht das von oben aus. Ein knackevolles Feld, an die 30 Mann. Und das ist schon wirklich was Besonderes, die Königsklasse. Hier sehen wir Bastian Mackels, Jan Halbig und Co. Alle in der Vorbereitungsphase. Florian Alt, der natürlich das Ziel hat, trotz seiner Dunlop-Reifen mit der M1, ihn hier, Stefan Kerschbaumer, zu schlagen. Ja, und da sehen wir hier euer Team, den Jan bei der Arbeit. Ja, der Kollege De Boer, nur 9. im ersten Rennen, können wir jetzt schon mal sagen. Und Markus Reiterberger, Reiti natürlich mit der 21 über allem. Dominik Weso in der Mitte, Privatfahrer, dann Dani De Boer, Reihe 2, Jan Bühn, Stefan Kerschbaumer, Florian Alt und der Start. Wenn es gut läuft, dann laufen diese toll vorbereiteten Motorräder deutlich mal Richtung 290, 95, 300 km/h. Hier in Schleiz natürlich nicht. Und das sind die Aufnahmen von oben und natürlich auch von unseren GoPros aus der Onboard-Perspektive. Hier die Verfolgungsjagd. Dominik Weso von hinten gefilmt. Das sieht schon sehr, sehr gut alles aus. Und schauen Sie mal rechts, die Tribünen. Das gibt es auf IDM-Niveau natürlich nur in Schleiz. Dann hier das Bergabstück runter. Ich bin gerade noch mal eine Runde mit dem Auto gefahren und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer zu Hause, hier braucht man definitiv Eier in Schleiz. Und Markus Reiterberger scheint im Moment eben solche zu haben, denn der ist teilweise über eine Sekunde schneller gefahren mit seiner IDM Superbike BMW, die er optimal im Blick hat. Der Blick nach hinten, das müsste Bastian Mackels sein von MGM Yamaha und auch das ist die IDM. Nee, das war, glaube ich, das Bike von Dominik Schmitter, wenn ich es richtig gesehen habe. Ganz genau. Die Suzuki von Dominik Schmitter. Wir haben eine Menge Kameras leider verschrottet an diesem Wochenende, aber Bilder haben wir vom Allerfeinsten. Können Sie sich anschauen, erzählen Sie es weiter. Der Blick nach hinten auf die 66, der Blick auf Florian Alt, der hier mit seiner Yamaha versucht anzugreifen, Attacke zu gehen. Also der ehemalige Fahrer aus der Motorrad-Weltmeisterschaft hier auf der von Michael Galinski vorbereiteten Yamaha, natürlich gut dabei. Das Signal, Platz 2 für Dominik Weso, Werner Demen in der Bildmitte, der Teamchef unter anderen
von Jan Bühn und immer wieder diese Nadelstiche und das Manöver von Florian Alt. Und dann entwickelten sich wirklich tolle Kämpfe, natürlich hinter Markus Reiterberger, der den Verfolgern enteilt war. Hier, da in leichten Türkis, das ist Dominik Weso und Florian Alt, der mit der nächsten Attacke, ich versuche mal ein bisschen Live-Atmosphäre hier reinzubringen, die Lucy ist mein Zeuge, dass hier kein Text oder sowas liegt. Da hinten die 45, ebenfalls gut zu sehen, Jan Bühn, ja, und Bastian Mackels ebenfalls gestürzt, auch er hat eine Kamera auf dem Gewissen, ja, aber egal, alle sind gesund. Dani de Boer, ja, ein Ausflug in der Wiese haben wir da ebenfalls auch noch covern können und immer noch Dominik Weso vorne, über die Kuppe, die Tribünen, die Ränge gut besetzt, man ist ausgerüstet in Schleiz mit allem, was dazugehört. Heute waren es in erster Linie Sonnenschutzmittel und kalte Getränke. Hier wieder der Blick von oben, Weso, also hier vorbeigegangen Florian Alt und direkt dahinter unser Studiogast Jan Bühn, der schaut ganz interessiert hin. Jan, wenn ich Quatsch erzähle, korrigier mich, denn das sind die Bilder hier aus dem ersten Superbike-Rennen. Das ist der Jan Bühn, mal von hinten gefilmt und da sehen wir diesen Highsider hier, Dominik Weso in der Endphase, ein bisschen zu viel gewollt und schauen Sie sich mal die Bildqualität an, hebt das Motorrad noch auf, der Dominik Weso, der aus der ersten Reihe gestartet war und von daher natürlich ein gutes Resultat einfahren wollte, am Ende das Rennen noch beenden konnte, 13. wurde und mit standesgemäßem Wheelie ging es natürlich dann hier über die Start-Zielgerade. Auch die Streckenposten waren begeistert. Endstand dann also Markus Reiterberger, vor ihm hier, vor Florian Alt, strahlende Gesichter auch bei Michael Galinski. Das dann die Siegerehrung, auch das ein rundes Paket. Rennsport wirklich zum Anfassen für alle Beteiligten. Volle Kulisse hier natürlich. Also, wir kommen auch gleich nochmal zum Endergebnis. Markus Reiterberger mit einer 1:24.691, die ja gefahren ist in diesem Rennen, Granatenzeit. Schauen Sie mal die Unterschiede hinten bei Best Time. Das ist also das Endergebnis, 18 harte Runden. Reiterberger, Florian Alt, Jan Bühn, Luca Grünwald, Respekt mit der brandneuen Suzuki auf der 4, Stefan Kerschbaumer, Lucy Glöckner, immer noch bei mir auf 6, super mit der Kawasaki. Dann Pipin Beisterbosch, der Niederländer Jan Halbig, der Tscheche Dani de Boer, nur auf 9 nicht zufrieden, Vincent Lombois, der im Übrigen der Auslöser war für diesen Sturz von Dominik Schmitter, denn das hat mir der Dominik erzählt, der Vincent wollte da ein bisschen zu viel in der Anfangsphase. Dann ebenfalls stark Marc Neumann, Arno Friedrich gleich mal im ersten freien Training gestürzt, Dominik Weso noch auf 13, Daniel Kateiniger auf 14 und Wille Waldtonen auf 15 in den Punkten. Und Sie sehen, wie voll das Feld war, unten die, die leider ausgeschieden sind, aber zum Glück ganz okay sind und das ging alles ganz gut. So Jan, habe ich Quatsch erzählt oder habe ich das jetzt hier von oben alles richtig gesehen, weil auch ich habe die Bilder zum ersten Mal gesehen gerade. Nee, alles korrekt, so war der Rennverlauf. Warst du zufrieden mit dem dritten Platz? Natürlich, ne? Denn du hast mir vorhin bei der Siegerehrung schon erzählt, dass deine Strategie eigentlich eine etwas andere war. Dann hast du gesehen, dass der Dominik Weso da angegriffen hat, weil der Florian Alt wurde, glaube ich, häufiger mal aufgehalten, weil nicht genug blaue Flaggen gezeigt worden sind. Dann seid ihr wieder rangekommen und dann beschreib du mal, was dann passiert ist. Bei dem Sturz vom Dominik haben wir gesehen. Ja genau, also mit den blauen Flaggen war es ein bisschen schwierig, gerade wenn man an die Seng ankommt und dann langsam mal vorne dran ist, kommt man eigentlich nicht vorbei, egal wenn man 2-3 Sekunden schneller ist. Und dann waren wir in der letzten Runde eigentlich relativ eng beisammen und es ging alles auf die letzte Schikane raus. Und ja, ich habe dann versucht, Dominik auszubremsen, aber gemerkt, er ist mega spät auf der Bremse. Da habe ich versucht, vielleicht innen reinzustechen beim Richtungswechsel. Und genau den Plan hat eigentlich Dominik beim Flo gehabt und war einen Tick zu früh am Gas und hat einen Highsider gehabt. Gut für Lucy. Lucy natürlich auch durch solche Zwischenfälle auf Platz 6. Was sagst du zu den Aufnahmen von gerade eben? Das sah schon ganz gut aus. Ne? Wir sind zwar nicht die Dorner, wir haben zwar nicht ein Live-Signal, was wir gerne hätten im Übrigen, aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Das sah schon ziemlich spektakulär alles aus, ne? Ja, definitiv und vor allem sensationell in der kurzen Zeit so ein geiles Video eigentlich reinzubekommen. Ja, hier, Gratulation mal an die Jungs, genau, die jetzt noch gerade hier an den Kameras stehen von Radio Victoria. Die können das, ne? Also definitiv, also wirklich Respekt und danke. Ja, danke dir, dass du noch bei uns bist, denn wir haben ja auch noch den zweiten Lauf. Und ich schaue mal meinen Chef an, den Stefan Kraus, der steht hinter der Führungskamera. Wollen wir noch ein bisschen Rennsport machen?
Lauf 2, Stefan? Ja, Stefan nickt. Also, gucken wir auf Lauf 2. Ihr bleibt natürlich noch bei uns und die Startaufstellung identisch mit dem ersten Lauf. Markus Reiterberger in seiner eigenen Liga. Auch das eine Neuerung an diesem Wochenende. Top Models aus der Tschechischen Republik. Sieht halt gut aus. Der Herr, der Richard aus Köln, ist auch bekannt in der Szene. Gratuliert dann nochmal der Lucy zu Platz 6 und Dominik Schmitter, Bastian Mackels. Also die Jungs, die im ersten Lauf nicht ins Ziel gekommen sind, die wollen natürlich im zweiten Lauf nochmal angreifen. Stefan Kerschbaumer zuletzt ja mit seinem Pirelli-bereiften Yamaha auf dem Podest. Bernd Fulk, der Streckensprecher bei Jan Bühn und Dani de Boer, der Niederländer, der sich ja normalerweise immer auf dem Podest wähnt, nur auf 9 im ersten Rennen. Dominik Weso nur auf 13, ja und total tiefenentspannt Reiti, Markus Reiterberger und der Start. IDM Superbike, Lauf 2, jetzt geht's ab. Ihr könnt nach wie vor hier ein bisschen näher rankommen, dann seht ihr nämlich auch was auf dem Monitor. Also keine Angst, hier von oben gefilmt, das Feld, Reiterberger in Führung und der Blick nach hinten, Jan Halbig, der Tscheche kommt da. Florian Alt sehen bei Bastian Mackels. Halbig so ein bisschen in der Wiese, hat da gleich beim Beschleunigen dann ein paar Meter verloren. Das kann natürlich mal passieren. Dann geht es da runter. Schauen Sie mal links das Maisfeld an, stellen Sie sich mal vor, Sie knallen da im vierten, fünften Gang runter und müssen dann da mal kurz abbiegen. Sicherlich nicht angenehm, die Vorstellung, aber tolle Bilder, wieder nach hinten raus. Jan Halbig, Holzhauer Racing, das zeigte sich schon in Zolder, sind wieder da. Florian Alt direkt dahinter, hinter Jan Halbig und vorne weg die Solo-Flucht mal wieder von Markus Reiterberger. Verfolgt von Dominik Weso, der es natürlich besser machen wollte als im ersten Lauf. Und hier die Bilder wieder. Jan Halbig, auch einer, den man im Auge haben muss für die Zukunft. Er hat mir im Vorfeld des Rennens erzählt, für ihn und für die Honda vom Holzhauer Racing Team ist Hitze gut. Und allein auf weiter Flur Markus Reiterberger. Dominik Weso auf 2, Dani de Boer dann dahinter. Ja, und das hier das Signal. Plus 6,6 Sekunden, 11 Runden noch für Markus Reiterberger. Unfassbar. Da ist man entspannt und selbstsicher. Sein Chefmechaniker mal eben mit einer Tasse Kaffee im Rennen. Und Michael Galinski wusste, es wird wohl kein zweites Podest für MGM Yamaha an diesem Wochenende. Leichter Rutscher da bei Jan Halbig auf der Honda. Der Tscheche gab und gibt alles. Er ist ein großartiger Fahrer und ich bin sicher, wenn die Fireblade noch ein bisschen in den Griff kriegen, dann ist er auch bald Podestkandidat. Dominik Weso hat sich ein bisschen abgesetzt zu diesem Zeitpunkt von Dani de Boer und vorne, nach vorne, nichts zu sehen. Markus Reiterberger ganz alleine in Schleiz, zu Hause, auf Platz 1 an diesem Wochenende. Und hier, diese Aufnahmen, dafür lieben wir diesen Sport, dafür lieben wir die IDM. Das muss weitergehen. Und wenn wir irgendwann mal so ein Rennen live übertragen können, das kündige ich jetzt schon mal an, in die Motorpresse in Stuttgart, dann arbeite ich einen Tag umsonst. Ne, da reichen kalte Getränke, könnt ihr mich beim Wort nehmen, aber da muss das Signal auch stimmen. Denn die stehen hier vor mir auf der Bühne, lachen sich kaputt, dass ich hier versuche, das rüberzubringen. Kommen wir in die Endphase des Rennens. Dominik Weso gestürzt im ersten Lauf, aber Dani de Boer unter Druck. Auch Florian Alt hatte noch was vor gegen Jan Halbig. Dann Jan Bühn, den wollen wir natürlich nicht vergessen. Der war da auch noch im Geschehen zu diesem Zeitpunkt nach dem Podestplatz im ersten Lauf. Aber Dominik Weso mit einer starken Leistung. Der Blick auf Luca Grünwald mit der Suzuki. Auch da macht man einen klasse Job bei Luca Grünwald und seiner Mannschaft. Und so schön kann Rennsport in eine landschaftlich, malerisch eingebettete Rennstrecke hier aussehen. Schleiz ist Rock'n'Roll. Und wer nach diesen Bildern nächstes Jahr nicht live hier vor Ort mit dabei ist, der ist selber schuld, dem ist nicht mehr zu helfen. Der sollte vielleicht mal die Baldrian-Tropfen absetzen und einfach mal ein anderes Medikament versuchen. Hier, Dominik Weso, gejagt von Dani de Boer und natürlich auch von Florian Alt. Das sind hier die Bilder, glaube ich. Ich gucke mal nach rechts von Jan Bühn. Genau, wir fahren mit bei Jan Bühn. Achtung, hier, er versucht natürlich da Attacke zu gehen, an Orange gut zu erkennen. Das ist Florian Alt direkt vor ihm. Und dann der Highsider von Jan Bühn. So sieht das in der Realgeschwindigkeit aus. Da haben wir auch mal Glück gehabt. Und da sehen wir, dass das verdammt knapp war für den Studiogast, den wir jetzt hier live bei uns haben. Ich glaube, der Jan sieht die Bilder auch zum ersten Mal. Uiuiui, das war ganz schön eng und damit Rennabbruch im zweiten Rennen der IDM Superbike, weil das Motorrad vom Jan Bühn da einfach natürlich mega ungünstig liegt. Aber Sie haben ihn ja gerade schon gehört. Der Jan Bühn ist okay. Die roten Flaggen, unsere Marshals, unsere Streckenposten natürlich auch. Alles absolute Profi. Also der Einlauf dann für Jan Bühn ein bisschen glücklich, denn er wird wahrscheinlich am Ende doch gewertet als Sechster, denn das war er vor dem Sturz.
Die kurze Erklärung für Markus Reiterberger und Co. Analog zu Zolder, also wieder ein Rennabbruch. Die Siegerehrung sah dann nur glückliche Menschen, so viel sage ich schon mal gesagt, BMW dreimal vertreten auf dem Podest hier in Schleiz. Und ganz oben natürlich wieder Markus Reiterberger vor Dominik Weso und Dani de Boer, der Niederländer, hat es geschafft. Dann auf 4 in der Wertung, Jan Halbig, Florian Alt auf 5, Jan Bühn trotz Sturz, aber das ist das Reglement, es wird dann halt immer die Runde vor dem Abbruch gewertet. Gut in den Punkten, Luca Grünwald wieder stark auf 7, Bastian Mackels auf 8, Stefan Kerschbaum auf 9 und Lucy Glöckner auch wieder auf 10, auch wenn die Lucy nicht so ganz zufrieden damit war. Ich finde es klasse. Pipin Beisterbosch, Marc Neumann, Vincent Lombois, Dominik Schmitter, die beiden Streithähne aus Lauf 1 auf 13 und 14. Dann auf 15 Anon Friedrich, der sich auch ein bisschen mehr vorgenommen hatte für dieses Rennen. Aber trotzdem, klasse. Und großen Respekt an Jan Bühn, denn er steht immer noch bei mir. So, jetzt gerade die Bilder das erste Mal gesehen. Das war wirklich verdammt eng, ne, Jan? Ja, wenn man das mal so sieht, hat es mich doch ganz schön ausgenockt. Aber ja, wie gesagt, ich habe nichts, mir geht's gut soweit. Und in 2 Wochen Nassen greifen wir wieder an. Das denke ich auch. Ich hoffe, es ist okay. Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Lucy, übernehmen die mal kurz das Mikrofon. Auch die Bilder waren packender Rennsport. Ne? Ist schon fast wie live. Gib's zu. Hier beim Paddock Talk ist das schön. Ja, perfekt. Also wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist geil. Und ich finde es auch geil, dass es dementsprechend immer weiter vorangehen mit der IDM und vor allem solche Dinge dann dementsprechend nach vorne getrieben werden. Wir können noch mal ein bisschen auf den Sturz vom Jan schauen. Wir haben das noch mal ein bisschen separiert. Vielleicht deine Worte auch mal mit dazu. Schau mal, aus deiner Sicht hier, na, da ist er spät auf der Bremse, der Flo auch schon. Und dann ist es aus meiner Sicht so, dass er vielleicht ein bisschen zu früh ans Gas geht. Was meinst du, Lucy? Ja, ich denke schon. Und klar haben wir alle Traktionskontrolle und die bewirkt auch einiges. Aber ich denke, das war dann doch ein Ticken zu früh am Gas. Jan, was hast du richtig von mir, Amateur, analysiert? Zu früh? Ganz genau, zu früh am Gas. Also ich war einen Tick schneller wie der Flo, aber ich kam auf der Bremse nicht vorbei und ich musste dann beim Richtungswechsel an ihm vorbeigehen. Und so war eigentlich mein Plan, dass ich innen reinsteche, aber ja, es war ein Tick zu früh und dann ging ich halt ab. Schau mal, da war unser Kameramann direkt da, der sitzt jetzt übrigens im Moment gerade hinten in der Regie. Der hat dann auch noch die GoPro, die Onboard-Kamera eingesammelt, das Ganze seitdem geschnitten. So nah dran waren wir auch noch nie, also das ist auch sensationell, ne? Da musst du lachen. Warum? Ja, weil wir die Kamera noch gesucht haben und haben sie dann im Kiesbett liegen sehen und dann waren wir ganz erstaunt, dass sie noch läuft und da haben wir noch so ein bisschen mitgefilmt. Ach, du warst im Kiesbett noch mit tätig, bevor du ins Klinika Mobile gefahren bist. Das nenne ich jetzt mal so, so ist das in der MotoGP. Dir den Verband geben lassen hast, hast du erstmal uns noch geholfen, die Kamera zu suchen? Ja klar, ich dachte, das sind spannende Bilder und ja, hab geguckt, dass wir das Ding noch finden. Ja, und das Ding ist zwar kaputt, aber ich denke, das war den Aufwand wert. Ja, gute Laune aller Orten. Ich bedanke mich bei euch, weil wir wollen die Leute ja nicht langweilen. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass wenn man Fernsehprogramme ein bisschen verknappt, verkürzt, dann macht man mehr Quote. Ist das okay, Stefan, oder haben wir noch was? Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich auch mal fragen. Sie sehen es an meinem Sonnenbrand, es war ein langer Tag. Dann bedanke ich mich bei euch, Lucy. Volle Attacke beim nächsten Rennen in Assen. Jan, danke an euch, dass ihr mitgemacht habt. Danke an alle, die hier noch zugeschaut haben. Ist schon fast wie eine Studiosendung. Und auch danke an Sie zu Hause. Erzählen Sie es bitte weiter. Die IDM braucht Quote. Das Ganze kann man sich auch direkt im Anschluss dann gleich auf unserem IDM-YouTube-Kanal noch anschauen. Und dann empfehle ich Ihnen auch noch unsere Reportage, die auch bald zu sehen sein wird. Ich würde mal sagen, so Dienstagnachmittag, Dienstagabend wahrscheinlich. Ja, Stefan Kraus nickt. Da haben wir nochmal eine schöne Abmoderation auch gemacht. Da kriegen Sie das Ganze komprimiert und nochmal gebündelt serviert in wirklich sehr gut konsumierbaren Häppchen. Das war der Paddock Talk am Sonntag. Abend live hier aus Schleiz von der 83. Ausgabe. Danke, Lucy Glöckner. Ja, das nächste Mal stimmt, muss ich noch erzählen, bin ich nicht dabei. Da habe ich nämlich eine andere Verpflichtung, die älter ist als das IDM-Engagement. Aber der erfahrene Kollege Lukas Grajewski wird mich dann vertreten. Also ihr habt es dann mit jemand anders zu tun. Der redet vielleicht nicht ganz so viel wie ich. Kleiner Scherz am Rande. Also bleiben Sie uns gewogen. Danke Lucy Glöckner, danke Jan Bühn und danke vor allen Dingen ans Publikum und an Sie, liebe Zuschauer zu Hause. Danke an die IDM. Es war Werbung für den Motorsport. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Das war unser Paddock Talk hier live aus Schleiz. We'll be right back.